Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht, wie ihr sehen könnt, um mein Schwangerschaftsupdate wieder mal. Ja, die Zeit rast und rast. Also das Update ist von der 37. Woche und ich bin im Moment in der 38. Woche, also ich bin 37 plus 1. Ja, dieses Mal schaffe ich es sogar, ein Update zu drehen, wo die nächste Woche nicht auch fast vorbei ist. Also, ja, dieses Mal hat es funktioniert. Ich fange auch gleich mal an. Was erzähle ich euch denn am besten letzte Woche? Ich habe angefangen, Himbeerblättertee zu trinken. Den sollte man ja ab der 37. Woche trinken. Habe ich angefangen, jeweils eine Tasse täglich, also ab der 37. Woche eine Tasse täglich, 7 Tage lang und dann eine Woche Pause einlegen. Ich habe schon unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, jeder macht es irgendwie anders, sagen wir mal so. Ich habe vieles gehört, ohne Pause, einfach durchtrinken ab der 37. Woche. Ich werde es jetzt so machen. Ich trinke ihn jetzt, also ich habe ihn ab der letzten Woche angefangen zu trinken. Das heißt 37. Woche, 7 Tage lang jeweils eine Tasse. Und dann eine Woche Pause machen. Das heißt die 38. Woche, die aktuelle jetzt, wo ich bin, mache ich jetzt eine Pause, trinke ich ihn nicht. Und ab nächster Woche fange ich dann wieder an. 4 Tassen sollte man dann am Tag trinken, wieder 7 Tage lang. Und dann sollte man angeblich wieder eine Pause machen, aber dann ist man ja schon eigentlich in der 40. Woche. Ich habe das nicht verstanden so ganz, aber auf jeden Fall trinke ich ihn noch nächste Woche eine Woche lang, falls das Baby nicht schon kommt. Ja, trinke ich ihn nächste Woche noch und dann trinke ich ihn nicht mehr. Ja, das war der Himbeerblättertee, der soll angeblich die, ja, ob das alles stimmt, ist wieder dahingestellt, ich weiß es nicht. Es soll angeblich die Beckenmuskulatur und Muttermund lockern und soll die Geburt vorantreiben, soll, dass man einfach eine leichtere Geburt hat, wie so ein Tee wirken kann, weiß ich nicht, aber man tut ja alles, damit man ja eine leichtere Geburt hat. Deswegen trinke ich ihn auch. Dann haben wir letzte Woche auch einen Gipsabdruck von meinem Bauch gemacht. Das war lustig, Leute. Also wir haben wirklich uns eine Gaude draus gemacht, wirklich einen Spaß. Das lange Stehen war ein bisschen anstrengend, eine Stunde haben wir schon gebraucht, bis der dann fertig war. Ja, aber sonst war es wirklich lustig und eine Sauerei und kalt war mir dann zum Schluss, aber man kann es sich auch lustig machen. Den haben wir gemacht, da blende ich euch mal ein Foto ein. So sieht er aus. Ja, und dann werden wir nach der Geburt erst bemalen. Also ich habe mir überlegt, so, das habe ich schon mal gesehen, so wie ein Kinderei. Das würde ich wahrscheinlich machen, aber da kann ich euch das fertige Ergebnis dann auch mal zeigen. Aber auf jeden Fall, wir machen das dann nach der Geburt jetzt nicht mehr. Dann habe ich letzte Woche noch die letzten Babyklamotten gewaschen, also die größeren Größen und so weiter. Die habe ich dann alle gewaschen. Also es hat sich wirklich was angesammelt an den Klamotten. Wahnsinn, was man so alles hat und bekommt. Und nach der Geburt bekommt man ja auch noch was. Und boah, ja, auf jeden Fall, das habe ich noch gemacht. Also ist das auch erledigt. Dann habe ich meine Kliniktasche letzte Woche gepackt. Sollte man ja ab der 37. Woche laut der Hebamme. Das habe ich aber schon ins Video hochgeladen. Falls ihr das schon gesehen habt, wenn nicht, ich verlinke es euch in die Infobox unten mal. Das habe ich erledigt, das steht schon bereit, das Maxi-Cosi. Ja, das ist auch fertig. Dann, ja, kann ich euch nur noch die Beschwerden, die ich habe, sagen. Und zwar habe ich letzte Woche oder im letzten Update letzte Woche schon mal erwähnt, habe ich
schon diese Wehen, also diese Übungswehen oder Vorwehen, wie man die nennt, die habe ich schon. Also dann muss ich sagen, letzte Woche die Wehen, die was ich hatte, die waren schon schmerzhaft. Also ich kann jetzt nicht irgendwie auf cool tun und sagen, nein, das hat nicht wehgetan. Also es hat schon wehgetan. Es ging auch so in den Rücken so seitlich, also hinten hatte ich dann auch so Schmerzen. Das war eigentlich schlimmer als das da vorne. Ich habe gehört, also belehrt mich eines Besseren, dass wenn es in den Rücken hineinziehen sollte, dass das dann so Senkwehen sind. Und ja, Senkwehen, wenn man die schon hat, soll es dann langsam dem Ende zugehen. Ja, ob das jetzt stimmt, was ich da gelesen habe, weiß ich nicht. Aber ja, das habe ich schon. Also die sind, wie schon gesagt, sehr schmerzhaft, meiner Meinung nach, also laut meinem Empfinden. Und ich denke mir dann immer, wenn das jetzt schon weh tut, wie tun dann die richtigen Wehen weh? Also, puh, das kann was werden. Also letzte Woche habe ich schon beim ersten Mal, wo es weh getan hat, oder am zweiten Tag, habe ich mir schon gedacht, es geht los. Also es hat schon wirklich heftig weh getan. Oder ich bin so zimperlich, ich weiß es nicht, eigentlich nicht so. Aber also mir hat es schon weh getan. Dann habe ich mir so eine, also wo ich diese Wehen hatte, diese Übungswehen nenne ich sie jetzt mal, habe ich mir in dem Moment dann so einen Wehenzähler runtergeladen, weil ich mir nicht sicher war, oder ich wollte einfach mal schauen, wie regelmäßig kommen sie. Habe ich mir den runtergeladen, aber durch ihn habe ich dann gemerkt, die sind relativ unregelmäßig. Mal sind sie 15 Minuten, also nach 15 Minuten gekommen, mal dann nach 20. Dann war es eine Zeit lang wieder nichts und dann waren sie wieder ganz weg. Also bis ich dann schlafen gegangen bin, waren sie dann ganz weg. Aber sie fangen meistens so gegen 8, 9, fängt es dann schon an und tut ganz schön weh. Also, puh, auf jeden Fall. Habe ich mir den runtergeladen. Beschwerden, was habe ich denn noch? Ja, meine Wassereinlagerungen habe ich noch immer, wie man sieht. Obwohl ich gehört habe oder einen Tipp bekommen habe, man soll 2 Liter. Ich trinke wirklich nicht viel. Also da muss ich selber mit mir schimpfen. Ich trinke sehr wenig am Tag. Also, und ich habe dann einen Tipp bekommen, man soll 2 Liter, mindestens 2 Liter Wasser am Tag trinken. Und durch das Harnablassen dann werden die Wassereinlagerungen weniger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube sogar, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass ich mir das jetzt so einbilde. Da hat mein Mann auch gesagt, also es kommt ihm vor, meine Hände sind nicht mehr so geschwollen. Natürlich sind sie noch geschwollen. Dass das jetzt ganz weg ist, das nicht. Das sage ich nicht, aber es ist weniger. Ja, darüber freue ich mich wirklich sehr, dass das ein bisschen hilft. Was habe ich denn noch? Ist eigentlich hier genug. Sodbrennen habe ich keins, Gott sei Dank. Also habe ich auch schon im letzten Update gesagt. Kaugummis, Kaugummis, Kaugummis. Mehr sage ich dazu nicht. Dann, was mich ein bisschen stört, seit ich in Karenz bin, ist jetzt keine Beschwerde eigentlich, aber es stört mich halt einfach. Seit ich in Karenz bin, habe ich so meinen Rhythmus verloren. Ich bin ja schon seit Weihnachten, also vor Weihnachten bin ich noch in Karenz gegangen, weil ich so viel Urlaub hatte. Und ich habe so meinen Rhythmus verloren. Ich gehe mitten in der Nacht mal schlafen, also mitten in der Nacht, aber so 1, 2 Uhr gehe ich erst schlafen und wache dann in der Früh erst gegen 11, 12 Uhr auf. Und ja, irgendwie habe ich da so richtig den Rhythmus verloren. Irgendwie, ja, ich verstehe jetzt wahrscheinlich, was ich meine. Also der ganze Tag kommt durcheinander. Ich bin alleine den ganzen Abend wach. Natürlich, mein Mann geht schlafen, weil er ja arbeiten muss. Und ich bin dann wach alleine. Und ja, es ist halt, ja, ich freue mich eigentlich, wenn das Baby da ist, wenn ich dann irgendwie wieder einen Rhythmus drin habe. Und
Ich freue mich auch, wenn ich nicht mehr so lange schlafe. Wahrscheinlich sage ich dann, wenn es Baby da ist, was für ein Schwachsinn ich erzählt habe, aber irgendwie brauche ich da irgendwie so einen Rhythmus einfach drin. Irgendwie fehlt da was, keine Ahnung. Also, es ist so durcheinander gekommen. Aber das ist ja ganz normal. Ah, noch was, was ich eigentlich ständig vergessen habe zu sagen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe, seit ich schwanger bin, seit Anfang der Schwangerschaft, also seit ich, ja, ich seit ich schwanger geworden bin eigentlich, so einen Ansatz, so einen schnell fettenden Ansatz bekommen. Also meine Haare, ich 2 Tage, wenn ich sie 2 Tage mal nicht wasche, ich habe meine Haare eigentlich jeden dritten Tag oder so gewaschen. Und, oder jeden, ja, jeden dritten Tag habe ich sie eigentlich gewaschen. Und am dritten Tag waren sie nicht so schlimm. Jetzt, wenn sie am zweiten Tag, wasche ich sie heute zum Beispiel, morgen geht es dann noch und übermorgen muss ich sie schon wieder waschen. Also, ich weiß nicht, wieso die so, wieso ich so einen fettenden, schnell fettenden Ansatz bekommen habe. Also, furchtbar. Keine Ahnung, was da los ist. Ob das an der Schwangerschaft liegt, das habe ich eigentlich noch nie gehört, dass das so eine Schwangerschaft. Ja, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist auch so ein Punkt. Ja. Ich habe ja morgen meinen Arzttermin. Wenn irgendwas sein sollte, mache ich mal so ein kurzes Update von dem Arzttermin. Ansonsten erzähle ich euch das im nächsten Schwangerschaftsupdate, was wahrscheinlich dann mein letztes sein wird. Schauen wir mal. Bin schon neugierig, wann sie sich auf den Weg macht. Das war's dann eigentlich. Ach so, Magnesium trinke ich jetzt nicht mehr. Das habe ich das schon jemals gesagt? Obwohl, ich glaube schon. Ich trinke jeden Tag 1 bis 2, eigentlich jetzt zum Schluss nur eins. Ein so ein Beutelchen Magnesium mit Wasser verdünnt. Das trinke ich jetzt nicht mehr. Also meine Frauenärztin hat gemeint, ab der 38. Woche sollte man das nicht mehr trinken, weil das ja natürlich wehenhemmend ist. Das wollen wir ja nicht. Das war's. Ich will euch nicht mehr voll labern mit meinen Geschichten. Ich zeige euch jetzt noch schnell meinen Bauch, wie er aussieht in der 38. Woche. Aber es hat sich nicht viel verändert. Meiner Meinung nach sieht er eigentlich gleich aus. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, wird sich wahrscheinlich auch nicht viel verändert haben. Ich habe das letzte Update am Samstag gedreht und jetzt ist schon Dienstag. Also ist nicht viel Unterschied, aber ich zeige es euch einfach einmal. So sieht er aus. Das heißt, in der 38. Woche von vorne. Und von der Seite. Jo. Schwangerschaftsstreifen habe ich keine bekommen. Gott sei Dank, von dem bin ich verschont geblieben. Ja. Das war mein Bäuchlein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.